häufig gestellte Fragen in der Stahlwerkstatt, kurz und schmerzlos. Heute Schweißnahtpositionen. Freunde, Schweißnahtpositionen. Viele verschiedene gibt es. Ich habe uns mal die allergängigsten an die Tafel geschrieben. Geregelt wird das in der DIN EN ISO 6947. Wer da also ein bisschen mehr erfahren möchte und ein bisschen tiefer in die Materie reingehen möchte, der sucht das bitte im Internet und findet da eine ganze Menge Informationen. Was wir hier sehen, ist tatsächlich alphabetisch geordnet. Position A, B, C, D, E, F und G. Für die verschiedenen Versionen, ich merke mir das immer mit Position A, B, C und dann im Uhrzeigersinn und dann weißt du, wo du bist. Einmal durchgezählt haben wir, einmal im Kreis, Uhrzeigersinn. Jetzt gucken wir uns einmal PA an. PA ist die ganz klassische Wannenposition. Das ist die Position, wo man auch tatsächlich die ersten Meter macht. Da kann man am besten lernen. Sieht bei einer Kehlnaht genau so aus. Das bedeutet, dass wir unsere, wenn es denn ein Elektrodenverfahren ist, von oben auf unsere Schweißfuge halten und hier unsere Schweißnaht produzieren. Nächste im Bunde, PB, ganz klassische Kehlnaht, liegt also auf dem Tisch und auch hier geschweißt wird in Position PB die Kehlnaht, wie es sich gehört. Dritte im Bunde, PC, die Quernaht. Bedeutet, ich habe ein Blech senkrecht stehend vor mir liegen und wir schweißen quer horizontal über das Blech. Nächste Position, PD, ist eine Halb-Überkopf-Position. Wieder gezeigt an einer Kehlnaht. Hier gefühlt schweißen wir über Kopf, nennt sich in der Kehlnaht tatsächlich PD, halb über Kopf schweißen. Wir schweißen quasi eine Kehlnaht auf der unteren Seite. Eine der schwierigsten Positionen ist die PE-Position. Das ist die Voll-Über-Kopf-Position. Das heißt, wir haben an der Kehlnaht die Schweißnaht auf der unteren Seite und schweißen diese von unten. Eine weitere PE-Position ist tatsächlich, wenn ich einen Stumpfstoß habe. Hier ist es eine Auftragsnaht an einem ganz normalen Blech, unten geschweißt. Schweißnaht von unten hergestellt, Position PE. Schauen wir uns unsere beiden letzten Positionen an. Das ist einmal die PF-Naht. Achtung, PF nach den neuen Regelungen. Gilt das nur in Blech und sieht wie folgt aus. Die Kehlnaht stehend oder auch die Stumpfnaht, symbolisch hier die Auftragsnaht für die Stumpfnaht, in steigender Position. Bedeutet, wir fangen unten an und schweißen nach oben. Das gleiche gilt für die Kehlnaht. Unten anfangen und PF. Eselsbrücke zum First nach oben. Bleche können genauso liegen bleiben, denn wir sprechen jetzt einmal über die PG-Position. Das ist die fallende Position. Auch dieses PG gibt es nur in der Blechvariante. Ist das Gegenteil der Steignaht. Es ist eine Fallnaht. Wir schweißen von oben nach unten. Das gleiche bei einer Kehlnaht. Oben anfangen und nach unten schweißen. Eine kleine Besonderheit gibt es. Wir haben gesagt, dass PF und PG nach neuer Norm nur in Blech gilt. Also muss es auch etwas geben, das nur für Rohr gilt. Und das ist das PH und PJ. Positionen sehen wie folgt aus. Ein geheftetes Rohr wird von unten nach oben geschweißt, PH-Position, waagerecht und fest. Das Gegenteil davon, waagerechtes Rohr, auch fest eingespannt, von oben
nach unten PJ. Klassische Fallnaht im Rohrbereich und eine Steignaht im Rohrbereich. Auch wenn man hier alle Positionen einmal durchwandert, nennt sich diese Position PH und ist eine Rohrsteignaht. Eine Eselsbrücke wäre wie folgt. Wir nehmen als Beispiel mal die Kehlnaht. Wenn ich jetzt unsere, wir nennen es mal Uhr, wenn ich jetzt mal auf diese Uhr schaue, auf die Positionsuhr und mir das Blech mit der Spitze auf meine Pfeilspitze lege, dann ist das die Wannenposition. Wir gehen weiter. Spitze rein, eine normale Kehlnaht ist die PB. Wir gehen weiter, Spitze auf Spitze, PC, eine Querposition. Wir gehen weiter, eine Halbüberkopfnaht. Immer den Pfeil in unsere Kehlfuge legen. Und auch hier die Überkopfposition. Schöne Eselsbrücke, so kann man sich das sauber merken. Jetzt gibt es eine weitere Darstellung von Schweißnahtpositionen, die finden wir ganz oft auf der Elektrodenpackung, um zu wissen, wie die bestimmte Elektrode verschweißt werden kann. Das sehen wir hier auf der rechten Seite. Klassisches Sinnbild einer Elektrodenpackung. Wir sehen hier den Pfeil nach oben. Die Position ist nicht mit angegeben auf der Elektrodenpackung. Pfeil nach oben heißt PF, heißt Steignaht. Pfeil nach links in einen Stumpfstoß gezeichnet ist die Quernaht. PB-Position, PD-Position. Man stellt sich quasi hier das Blech vor und weiß, dass das eine Kehlnaht halb über Kopf ist. Genauso PE, wir schweißen über Kopf. Ganz klassisches Bild einer Elektrodenpackung. Fallend schweißen, steigend schweißen, Wannenlage, Überkopf, Halbüberkopf, Quer und die Standard-Kehlnaht. Auf der Elektrodenpackung sind nur die Pfeile angezeichnet. Jetzt wisst ihr, was diese Pfeile bedeuten und wie eure Elektrode verschweißt werden kann. So, Freunde, einmal ganz kurz ein bisschen Licht ins Dunkle, was Schweißpositionen anbelangt, gebracht. Jede Position hat so ihr Für und Wider. Manche Positionen sind unumgänglich. Wenn wir schwere Bauteile haben und ein Träger auf dem Boden steht und ein Träger oben drauf, dann muss ich den halb über Kopf schweißen. Ich habe nicht die Möglichkeit, mir das Bauteil so zu drehen, dass ich perfekt arbeiten kann. Wenn ich allerdings kleine Bauteile habe und mir das aussuchen kann, dann empfiehlt sich ganz oft, eine Wannenlage zu schweißen oder auch eine Standard-Kehlnaht. Das ist tatsächlich die einfachste der Positionen. Überkopf und Wannenlage oder auch steigend und fallen bringen tatsächlich verschieden stark Temperatur in unser Material. Das heißt also, wenn ich jetzt draußen auf der Wiese meinen Geländerpfosten reparieren möchte, der ist 2 mm stark, ein 50er Rohr. Wenn ich diesen steigend schweißen wollen würde, nach dem Motto, ich nehme mir ein Rohr und mache hier ein Fähnchen dran, um ein weiteres Geländerrohr oder ein Gitter anzubringen, dann ist die steigende Position, also von unten nach oben, durchaus schwierig und könnte bei 2 mm zum Durchbrennen führen. Was man hier machen kann, ist sich für die Fallnaht entscheiden und dann von oben nach unten schweißen. Hier hat man die Thermik weitaus besser unter Kontrolle und das Durchbrennen ist nicht so häufig wie bei der Steigposition. Klitzekleine Folge über die Positionen, wie sie in der 6947, genauer DIN EN ISO 6947 genannt werden. Einfach ein bisschen googeln, ihr findet was. Wie immer hoffe ich, ihr konntet ein klein wenig mitnehmen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.